Michel war ein lauser Junge aus nem Dorf in Schweden. Nichts als dumme Streiche hatte er im Sinn. Unter seinen Streichen litten Vater, Mutter wieder, auch die brave Lina und auch die Lehrerin. In der Nacht muss Michel die Trissebude, das Kartulter Örtchen, das hinter dem Schweinestall liegt, aufsuchen. Und was für ein glücklicher Zufall. Dabei merkt er, was für ein schreckliches Unglück im Schweinestall geschieht. Kleines Ferkelchen. Papa, Papa, wach auf, schnell! Papa, Papa! Ach, je, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich habe draußen im Schweinestall was Schreckliches gesehen. So ein Pech. Die Sau, die Michels Vater auf der Auktion in Bakorva ersteigert hatte, war trächtig gewesen. Ausgerechnet in dieser Nacht wirft sie und beißt sofort 10 von den Ferkeln tot. Wenn Michel nicht dazugekommen wäre, hätte sie auch noch das 11. Ferkelchen umgebracht. So, hier ist Milch. Ja, ja, mein kleines Ferkelchen. Hast eine böse Mutter. Ach, die taugen alle nicht, die Tiere aus Bakorva. Ich glaube, über denen liegt irgendein Fluch. Kann ich das Ferkelchen für mich behalten? Mir macht das mit dem Fluch überhaupt nichts aus. Du willst immer nur haben und haben. Das kenne ich schon. Die Unglückssträhne reißt nicht ab. Ein paar Tage später wird die Sau plötzlich krank und stirbt. Jetzt ist die Sau auch tot. Ach, das ist ja entsetzlich. Ich hätte zu Hause bleiben und nicht zur Auktion nach Bakorva fahren sollen. Was ist übrig geblieben? Ein kleines, armseliges Schwein. Und das wird sicher auch bald sterben. Wie geht's dem Ferkel? Es ist furchtbar angezogen und will nicht essen und nicht trinken. Na sowas. Warum ist es denn bloß so wütend? Ach, das kann nichts dafür. Das kommt, weil ein Fluch auf ihm liegt, meint der Papa. Ja, ja, ich sehe schon. Das kleine Schwein wird auch bald eingehen. Sei ruhig, es geht nicht ein. Ich will es behalten und dafür sorgen, dass es groß und stark wird. Das will ich erst mal sehen, ehe ich sowas glaube. Ich weiß bestimmt, dass es nicht stirbt. Du wirst es schon erleben. Ja. Die Zeit vergeht, das kleine Schwein wächst und wird mit jedem Tag kräftiger und größer. Wenn wir das Heu eingebracht und sicher unter Dach und Fach haben. Dieser miserable Lausebengel! Wo kam der Deutsche her? Na, von draußen, wo er denn sonst? Und ich kann mir auch denken, wer geworfen hat, der Michel. Nun bleibt ihr mal ganz ruhig. Das haben wir nicht mit Absicht gemacht, Papa. Der Ball ist einfach davongeflogen. Ich konnte ihn nicht halten, es ging nicht. Papa, können wir den Ball wieder haben? Ja, meinetwegen. Aber pass auf, dass er nicht wieder durchs Fenster fliegt, Michel. Natürlich, Papa.
dann werde ich mich mal erheben und den Kalk holen. Sie das heute noch erledigen? Ja. Au! Wo ist denn mein Stuhl hin? Das habe ich nicht mit Absicht gemacht, sicher nicht. Na, das wollen wir hoffen. Ist dir was passiert? Oh, ich habe mir das Kreuz gebrochen, hilft mir denn keiner. Immer dieser Michel. Oh. Unser Michel ist ein lieber kleiner Junge, sehr ruhig, er hat keine Schuld. Oh. Jedem von uns kann mal was schief gehen. Dir auch, Lina. Ja, aber nicht sinnlos den ganzen Tag lang. Jetzt werden Michel und Ida gebraucht. Sie müssen den anderen, die auf dem Feld arbeiten, Kaffee und Brote bringen. Natürlich ist das keine schwere Aufgabe, denn so ein Spaziergang macht Spaß. Und was man da unterwegs so alles entdecken kann. Was für scheußliche Ameisen, sieh mal. Scheußlich. Komm, wir gehen. Nun kommt endlich wieder der Sommer, die Sonne am Himmel scheint heiß. Die Blumen blühen bunt auf der Wiese, im Winter da war alles weiß. Ich glaube, der Sommer ist Maler, er streicht jedes Jahr alles an. Hellgrün, rosenrot, weichen lila und kornblumenblau wird es dann. Jetzt plätschert das Wasser so fröhlich, es war stumm und starr bis zum Mai. Ich glaube, es freut sich das Wasser, das Eis, Schnee und Winter vorbei. Ich glaube, der Sommer kann zaubern, die Welt hat ein neues Gesicht. Denn wo waren die Schmetterlinge und blaue Vergissmeinnicht? Winter gibt's auch Spaß und Freude, nur Erdbeeren gibt's leider nicht mehr. Doch Erdbeeren schmecken so herrlich, drum lieb ich den Sommer so sehr. Ich glaube, der Sommer ist Maler und Zuckerbäcker dabei. Woher kommen sonst alle Beeren, so rot und so süß jeden Mai? Wenn du nicht auf die Steine trittst, sondern auf den Boden, bist du tot, das weißt du doch. Du aber auch. Ich trete nicht auf den Boden. Jetzt bist du zuerst tot. Du, Michel. Michel. Sieh mal, was hast du da? Hab keine Angst, er tut dir nichts. Der ist ganz ungefährlich. Was willst du denn mit dem Frosch machen? Machen? Ich will gar nichts machen. Ich will ihn nur ein bisschen mitnehmen. Er möchte bestimmt auch mal woanders hin und was erleben. Warum hast du denn den armen Frosch in den Kaffeekorb gesteckt? Wo soll ich ihn denn sonst hinstecken? In die Hosentaschen geht's nicht. Die haben Löcher. Später bringe ich ihn dann wieder an seinen Teich zurück. Sing doch so, tralala, das war das Blümele, vergiss mal nicht. Wir bringen den Kaffee. Na endlich, ich dachte schon, ihr kommt nicht mehr. Eine halbe Stunde zu spät. So, der Kaffee ist da und die Brote auch. Ja, ja, ein Schluck Kaffee wird uns jetzt gut tun, was? Ach ja, das wird es wirklich. Ja. Ach, ich hab vielleicht einen Durst. Ganz schön heiß. Wo sind die Tassen? Ach, ja, da war ein Frosch drin. Denk an die Unterirdischen, wenn die heiße Kaffee aufgetrinken werden, die Reine begraben. Ach, du verflixter Lausebengel. Was fällt dir ein, einen Frosch in den Korb zu stecken? Was hast du dir dabei gedacht? Ich wollte ihn in meine Hosentasche stecken, aber da sind Löcher drin.
Lass die Frösche gefälligst da, wo sie hingehören. Sonst gibt's bald wieder ein neues Holzmännchen zu schnitzen. Merkt ihr das? Ja, danke. Danke. Oh je, ist das schön, sich auszuruhen. So eine Kaffeepause auf einem Feld in Lönneberger ist eine wunderschöne Sache. Kein Wunder, dass Lina das genießt. Auch die anderen sitzen gemütlich da, ruhen sich von der schweren Feldarbeit aus und schlürfen ihren Kaffee und essen die Brote, die Michels Mutter ihnen geschickt hat. Gibst du den für mich auf? Ein bisschen böse ist Michels Vater immer noch, wegen der Sache mit dem Frosch. Dauernd macht er neue Streiche, dieser Bengel. Bist du von allen guten Geistern verlassen, Junge? Das soll doch die Unterirdischen nicht reizen. Wenn er keine Streiche anstellt, denkt er sich andere Dummheiten aus. Michel! Na, Ferkelchen, komm doch her. In diesem Sommer braucht Michel nicht allein im Schuppen zu sitzen. Überall, wo Michel sich aufhält, kann man auch sein Ferkel finden. Komm her. Hier, das ist für dich. Komm, Ferkelchen. Ferkelchen. Sieh mal, was ich hier habe. Das kriegst du. Sitz. Ferkelchen, sitz. So, jetzt kriegst du aber nichts mehr. Jetzt lernen wir was Neues. Das ist so artig. Das denkt sicher, dass du seine Mama bist. Nun darf man aber nicht etwa auf den Gedanken kommen, dass Michel überhaupt nichts mehr anstellt. Ohne Streiche geht es bei Michel nicht. Als Ferkelchen seinen Mittagsschlaf hält, ist es mal wieder soweit. Auf hoher See, verstehst du? Au, fein, das ist ein schönes Spiel. Das Boot hat ein großes Leck. Gleich wird's gefährlich, Ida. Ja, es sinkt schon. Sitz. Neuerdings schnitzt Michel keine Holzmännchen mehr. Stattdessen beschäftigt er sich damit, Ferkelchen allerlei Kunststücke beizubringen. Kein Mensch in ganz Lönneberger hätte es sich träumen lassen, dass ein gewöhnliches Smallland-Schwein so vieles lernen kann. Sitz. Ja, so ist gut. Sitz. Ja, so ist schön. Na, setz dich hin. Ja, sitz. So, ja, sitz. So, schön. Bist ein braves Ferkelchen. Ferkelchen kann ich nicht fangen. Los, Ferkelchen, lauf. Komm hin, Ida. Was soll denn schon wieder dieser Unfug bedeuten? Hört auf, mit dem armen Schwein rumzuspringen. Aber Ferkelchen macht das schrecklichen Spaß. Spaß, so ein Unsinn. Schweine brauchen keinen Spaß zu haben. Aus Schweinen macht man Weihnachtsschinken. Wenn ihr es dauernd rumjagt, bleibt es mager wie ein Windhund. Und gebt nie einen anständigen Schinken. Weihnachtsschinken. Damit war Michel nun gar nicht einverstanden. Tu nur, was du willst, Ferkelchen. Es ist gut, wenn du mager bist wie ein Windhund. Dann geht vielleicht alles gut aus für uns. Vater ist gar nicht so böse, wie er immer tut. Hopp, Ferkelchen, hopp. Er springt. Ja, und hopp, Ferkelchen. Gut gemacht. Nochmal.
Verrückter Junge. Sieh mal, Ida, wie schlau Ferkelchen ist. Komm, Ferkelchen, komm, lach mal. Komm, und lach mal rüber. Du verrückter Junge, du. Komm, jetzt gibt's die Belohnung. Ruhe sie dir doch. Hier, die zuerst. Lass mich doch mal. Pass auf. Ferkelchen fühlt sich sauwohl. Es hätte nie geahnt, wie herrlich so ein Schweineleben sein kann, wenn man bei einem kleinen Jungen landet, der es gut mit einem meint. Da sitzt der Michel, betrachtet sich sein Ferkelchen und denkt darüber nach, wie gern er es hat und wen er sonst eigentlich noch mag. Also, zuerst kommt Alfred und dann Lukas, dann Ida und dann natürlich Ferkelchen. Himmel, ich habe ja Mama ganz vergessen. Mama kommt natürlich zuerst, dann Alfred und Lukas. Und Ida. Und natürlich Ferkelchen. Außerdem gibt es noch Papa und Lina. Naja, Papa habe ich an manchen Tagen gern, an manchen aber auch nicht. Bei Lina ist es ja ganz einfach. Ich mag sie nicht und sie mag mich nicht. Also, ich weiß überhaupt nicht, warum die bei uns ist, die Lina. Oh, ich habe aber nicht gewollt, dass die kaputt geht. Das ist ja unerhört, Michel. Los in den Schuppen mit dir, wo du in letzter Zeit so brav warst. Ich will dich nicht mehr sehen. Wie schlechtes Porzellan es heutzutage gibt. Na, du hübsches Ferkelchen, kommst du uns auch mal besuchen? Ein richtiges Wunder, dass es durchgekommen ist. Es sieht gesund und munter aus. Ja, das hast du gut gemacht, Michel. Richtig gut. Auf die Weise hast du ihm tatsächlich zweimal das Leben gerettet. Wie oft muss ich denn eigentlich sein Leben noch retten, bis ich es behalten darf? Sei ruhig und frag deinen Vater nicht so oft. Denk dran, dass du Röller und Hinkelotter von der Auktion im Barkorva mitgebracht hast. Warum willst du Papa nicht wenigstens das kleine Ferkelchen gönnen? Na, das hat uns gerade noch gefehlt. Da kommt Frau Petrell ankutschiert. Guten Tag. Wie kommt ihr denn zu dieser Ehre? Ja, ich wollte ja eigentlich zum Pfarrhaus. Aber ich dachte mir, ich könnte ja auf jeden Fall einen kleinen Abstecher nach Katult machen. Tag, Anton. Guten Tag, das ist recht. Alma, haben wir denn was anzubieten? Nein, danke. Ich kann nicht bleiben. Aber ein paar Kirschen können wir Ihnen mitgeben. Wir haben dieses Jahr solche Mengen. Anton, hol doch mal rasch eine Tüte voll. Ha, wird gemacht. Was macht ihr denn mit all den Kirschen, wenn ihr solche Mengen davon habt? Ja, ich habe Marmelade eingekocht und Saft davon gemacht. Und getrocknet habe ich selbstverständlich auch welche. Die ganze Vorratskammer ist voll. So. Ja,
Dann könntest du doch ein bisschen Kirschwein ansetzen, finde ich. Kirschwein? Unmöglich. Das gestattet Anton niemals. Er ist doch eingeschworener Abstinenzler. Er duldet keinen Alkohol hier. Oh. Trinkt er nie Alkohol? Nein, nein. Es sei denn, er ist irgendwo eingeladen. Da trinkt er mal ein Bier. Wenn's ihm einer spendiert, kann er's nicht gut abschlagen. Na ja, nicht. Hat er's ja auch umsonst, nicht? Aber ich finde, du könntest trotzdem ein bisschen Wein einkochen, Alma, nicht? Das kann ja auch unter uns bleiben, ne? Er braucht ja nichts davon zu wissen. Ausgeschlossen. Ich kann doch nicht hinter seinem Rücken in aller Heimlichkeit solche Sachen anstellen. Aber ich frage ihn mal, ob er was dagegen hat. Was, Kirschwein will sie? Nein, nein, das kommt gar nicht in Frage. Bist du viel. Ich glaube, das wird wohl für sie reichen. Hat sie denn gesagt, was sie für den Wein bezahlen will? Oder will sie ihn geschenkt? Wir sehen uns, wenn er fertig ist. Pass nur auf, dass du keinen Bauchweh davon bekommst, ja? Das Schwein benimmt sich wie ein richtiger Hund. Wollt ihr beide auch Erdbeeren haben? Nein, danke. Also ich begreife nicht, wie du das geschafft hast, Michel. Das ist gar nicht so schwer gewesen. Mit ein bisschen List und ab und zu einer Portion Zwieback oder Kartoffeln kann man einem Schwein fast alles beibringen. Sit, 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 sowas fein. Sitz, sitz, sitz. So, ja, schön. So ist gut. Sieh dir das an. Jetzt Gipfelchen. So ist schön. Unser Ferkelchen ist so süß. Ja, schon. Aber normal ist es für ein Schwein nicht, sowas zu tun, hm? So, und jetzt nochmal Pfötchen geben. Ferkelchen ist schrecklich klug. Und jetzt hopp. Und hopp! Bravo, Ferkelchen! So ein tolles Schwein wie dich gibt's in ganz Lönneberger nicht. Und ich glaube, so einen Jungen wie dich haben die in Lönneberger auch nicht. Ist doch klar. Jemine, war das ein Kind so frech und wild und blond? Kein Junge